Ein wunderschön, meine Zuschauer. Wir stehen immer noch vor Balboa Island und das werden wir jetzt erkunden. Es wird gar wunderbar. Ladebildschirm, ja. Und erst mal den Mangobaum, in den ich reingesprungen bin. Ah, du bist noch gar nicht da. Nee, ich bin noch am Loading hier. Aber kriegen wir hier noch so ein Netz hin? Das fuckt mich voll hart, dass da ein Loch ist. Ja, wenn ich Nägel hab. Ja. Ich müsste schauen, ob ich nicht sogar schon eins irgendwie in der Mache hab. Ja, Wahnsinn, der hat ja nur zwei Eier gelegt, jetzt während wir weg waren. Der Hugo ist es einfach. Mein Gott, ich habe ihn gar nicht begrüßt, Mai. Hugo. Servus, Nahat. Ich trag dich ein bisschen. Ja, schau mal. Das ist bei Boa Island. Das schauen wir uns jetzt dann an, wir beide. Also, ich und der Benny, du wartest hier. Genau. Du bewachst unser Schiff. Oh, oh, da, da. Hugo, neider. Vielleicht findet man einen Homie für dich. Verspricht dir aber nichts. Ich nehme dir aber auf jeden Fall was mit. Er freut es immer was. Bei ihm und dann können wir abdampfen. Bekannten auch noch. Ja, nimm du dir den Fisch da noch mit? Mhm. Der auf dem Grill liegt, dann haben wir. Ich hab auch einen dabei. So, auf dem Grill. On the grill, ist ja schon. Ja. Wasserflaschen ist fast voll. Mann, jetzt kriege ich einen echt Durst, das ist auch nervig, ja. Ja gut, sonst zum Essen gibt's, findet man eigentlich immer irgendwas. Mein Inventar ist fast leer. Also Kartoffeln, die schmeißen wir da noch irgendwo hin. Ah, stimmt. Warte. Kann den da noch da lassen. Kupferborn. Erz habe ich dabei. Ah, jetzt bin ich ganz frech. Na? Ah, ich weiß nicht. Meine Angel ist schon fast wieder down. Habe ich so viel geangelt jetzt da? Ja, heftig. Meine auch. Haben wir überhaupt geankert? Ja, ich glaube schon. Ich schau mal. Ja. Ja, dann drehen wir uns abhauen, bevor ich wieder durchkriege. Oh, ich bin so aufgeregt. Plätsche, platsch. Plätsche, platsch. Oh, eine Axt habe ich nicht dabei. Ich schon. Ach, die wäre schon sinnvoll, gell? Ja. Braucht man denn dafür? Bäume, da gibt es da unter Wasser irgendwas? Ja, warte, ich hol mir noch schnell eine Axt. Die Bäume, ja, die sind neu, glaube ich. So groß habe ich bis jetzt zunächst gesehen. Magic. Das schon der Kai. Boah, da ist schon was Umzäuntes. Ich glaube, hier hat es eine Zivilisation. Okay, die Bäume kann man nicht fällen. Harzer Zivilisation? Ja, eine Harzer Zivilisation. Die sind so hart am Harzen. Man kann halt nicht mal diese Birken fällen, die da stehen. Aber da ist was Neues. Na gut, dann. Ja. Na schön. Muss man den Spielmucke leiser machen, das ist ja Wahnsinn. So, mal Axel. Ich nehme ein bisschen was mit. Hättest du echt sparen können eigentlich. Echt? Nix da? Nix zum Fällen. Okay. Was hast du jetzt gefunden? Warning! Also warte, jetzt wart's da mal auf mich. Du bist ja... Du bist mal schnell unterwegs, hä? Also es gibt auf jeden Fall diesen Weg, wo wir jetzt reingegangen sind. Den kann man auf der anderen Seite auch wieder raustauchen, schwimmen gehen. Ja. Aber sonst gibt es nur so einen Weg nach oben, der halt echt interessant aussieht. Watch out for bears. Ach du Scheiße. Steht da ein Schild. Oh Gott. Beide Bogen dabei? Ja. Oh, Littering. Ach Scheiße. Etter war da. Ja. Müsst ihr die Wildbären nicht mitnehmen? Ich hab dir extra einen Busch übrig gelassen. Ach so? Ach, da bist du. Ach, du bist schon voll da oben. Nein. Du hast gesagt, ich soll auf dich warten. Das habe ich ganz brav gemacht. Ehre. Ehrenwartere. Wilde Bären dabei? Öffne ich mich mit meinem Fisch. Vielleicht meinen die mit Vorsicht vor den Bären, die Bären, was wir jetzt eingesammelt haben. Ja, das sind ja wilde Bären. Kann schon sein, ne? Dass das gemeint war. Ah, da ist ein Wegweiser. Die Geuder.
Da geht's zur Ranger-Station, Relais-Station 2, Relais-Station 6 und Relais-Station 4. Und hier geht's nirgendwo hin. Ranger-Station. Oder wir gehen den einzigen Weg, wo kein Wegweiser zeigt. Das ja, das schaut nach Sackgasse aus hier. Ja, stimmt. Nach Bärengasse schaut das aus. Wow, wow, wow. Oh, Honig. Ach du Scheiße, geil. Geil. Aber das sind die Bären nicht weit, wenn der Honig da ist. Das stimmt allerdings, ja. Honigbären. Oh, hat mir echt schon angegriffen, ach du Scheiße. Aha, wo bist du? Wow, Alter. Das macht mich gleich tot. Heute aber was aus. Ja, natürlich. Ist ja ein Bär. Gut. Sehr schön. Ein Bär schön. Metallpfeile kennt ihr, gell? Ja. Ne, Steinpfeil war das. Hast du das gekriegt? Scheiß Fleisch. Keinen Bärenkopf, was mich echt total ankalt. Was? Den aufzusetzen. Das nochmal Honig. Aber Fleisch. Ja, zack. Die erste Bärenbegegnung gleich erfolgreich gemeistert. So viel erfolgreicher sind wir, wenn wir zu zweit unterwegs sind. Gell? Ja, das stimmt. Ich habe gerade aufs Boot geschaut und der Kai knuspert da echt nicht dran rum. Also das ist anscheinend ja wirklich so, wenn wir beide nicht da sind. Macht es auf jeden Fall wesentlich erträglicher, das Ganze. Okay, so. Ja, dann Ranger-Station, oder was? Mhm. Hat jetzt ja gesagt. Wie schätzt man, dass wir da nicht reinkommen, wenn wir die Relaisstationen nicht abgearbeitet haben? Das kann aber sein, aber wir werden es einfach mal betrachten. Richtig. Ach doch, den kann man fällen, sehr schön. Pinienzapfen. Bin hier nicht. Bin auch nicht. Also wohl bloß kleine Tannenbäume. Ja. Hast du eine Fahrerklingel gehört? Ja. Wieder? Warst du das? Nein. Nur weil ich im echten Leben. Oh, da ist wieder ein Bär. Oh, wo? Was ist das für eine Klingel? Keine Ahnung. Bei mir ist es gerade so, es ist echt zart, wenn es dunkel ist. Bei mir reflektiert es gerade so auf dem Bildschirm. Bei mir auch, ja. Astonisch. Das machen wir ein bisschen heller. Also der Bär ist jetzt. Oh, die Klingel nervt mich. Das macht mir Angst ein bisschen. Mir auch, ja. Kann man hier heller machen eigentlich? Nein, gell? Sieht nicht so aus, ne? Ich glaube, dass ich schon seit wir anfangen zu spielen. Na, da komm da! Dass wir vor den Ding setzen. Oh. Wie ich schon den zweiten Pfeil daneben gehauen habe. Der ist einfach von ihm abgeprallt jetzt. Gut. Okay, so. Der Speer bringt zwar schon auch. Der Speerbär. Ich habe Hunger. Das ist ein bisschen blöd, dass man sie nicht irgendwie Lagerfeuer machen kann, während man auf einer Insel ist oder so, gell? Das ist richtig, ja. Wäre ein bisschen cooler. Es ist unfassbar stockdunkel. Wo bist du? Gehst du weiter? Ja. Richtung Ranger-Station. Die Klingel wird jetzt leiser. Ich sehe gar nicht mehr. Irgendwie so ein Secret. Boah, wie geil der Mond in den Bäumen ausschaut. Wahnsinn, ich bin geflasht. Ja, schon ein sexy Spiel, ne? Oh, was geht hier ab? Willst du die Barrikade? Alter! Hm? Und ein Giftsumpf. Der Scheiße. Boah, sollen wir da durch? Schaut so aus, als könnte man genau da drüber gehen. Hier aber ein bisschen. Gefährlich schaut es halt dann auch aus. Probier mal. Warte, ich probier mal. Aha, ich weiß nicht, ob man da instant tot ist. Wow! Ja, es geht. What, es geht ja unter! Ach du Scheiße. Wie ich dir hinterherlaufen und einfach durch die Pampe gehen muss, weil die halt alle untergehen, die Dinge. Ach so, die gehen dann immer hoch, wenn ich weg bin. Ja, vielleicht nach einer ich Zeit. Drin. Ich gehe halt einfach da durch. Okay, ist anscheinend nicht instant death. Nee, Gott sei Dank nicht. Okay, und da ist jetzt der Radioturm oder Ranger-Station oder was das ist.
Bitte? Relaisstation 2 ist das. Ja, verrückt, okay. Bisschen falsch gegangen. Und hier aber ist die Rangerstation. Ne, ist bestimmt schon. Aber gehst du da rauf gerade, oder? Ja. Mann, wo das Tag wird. Ich auch. Ich komme nicht immer die scheiß Leiter rauf. Mir erinnert das gerade voll an Watchtower. War übrigens auch ein sehr gutes Spiel. Oh mein, ist der schön hier herum, hä? Meine Güte. Ist nicht lang her, dass da jemand war, das ist er wieder. Das erkenne ich gleich. Ah ja, und da können wir das Relais einschalten wahrscheinlich, oder? Wow! Ja. Eins von drei Relaisstationen aktiv. Cool. Interesting. Sonst ist hier aber anscheinend echt nichts. Endlich geschafft, da hochzugehen. Ach, hier ist ein Hinweis. Okay. Da drüben ist die andere. Sieht man von hier aus schon. Und da drüben ist noch eine. Oh, jeder. Das ist weit weg. Was zur Hölle haben die hier fabriziert? Wahrscheinlich Gabbard. Geh mal wieder auf. Gabbard? Gabbard Gandalf. Gabbard Gandalf. Oh Mann, ich will das hell wird, das ist echt furchtbar. Ja. Aber so hoch wie der Mond gerade steht, haben wir da eine Weile hin. Da ganz hoch kommt man auch nicht, oder doch, da kommt man hoch. Fuchs? Oder? Nee. Doch gerade oben auf der Kiste. Jetzt. Okay, das dreht sich einfach und das schiebt mich rum. Wie bist. Ah! Ah, da ist eine Kiste gewesen, okay. Nicht dein Ernst! Ja. Ist dann ja Pisser, Alter. Okay. Boah! Für euch! Ey! Bist du hier so ein Parkour-Mensch, oder? Ja. Ach, unten. Wo hast du gesagt, ist die Ranger-Station? Ah, ja, die sehe ich schon. Boah, ich dachte, da steht jemand. Ja. Benötigt eine Glühbirne. Also ich warne dich schon mal vor, es kann echt sein, dass ich relativ rapide aufnehme, wenn meine Frau heimkommt, oder muss ihr kurz helfen, die Kids hochzutragen und so. Biokraftstoffraffinerie, okay. Was ist da oben noch drauf? Ein Plan, der fällt anscheinend. Ah, benötigt Brunzhammer. Brunzhammer? Brunzschraubenschlüssel und Brunzsägeblatt. Ja, ich komme da oben nicht hin. Kommst du da hin? Oh, das ist wahrscheinlich hier bloß irgendeine Käse. Ach so, Kiste aufnehmen, okay. Da war was zum Mampfen drin. What? Boah, ich hab Durst. Komplett durchgehe, werden wir das sowieso nicht kennen, ohne... Ja. Nur mal zum Schiff zu marschieren. Ja, ich schätze mal, wir müssen Seikötter sammeln und hier ablenken. Mhm. Was habe ich denn jetzt eigentlich hier gesammelt? Eine Bolzen, ein bisschen was zum Mampfen. Oh, eben Pferdchen gehört. Oder ich hätte da Kokosnuss. Irgendeiner von denen kommt jetzt dann gleich. Warte, jetzt schauen wir mal nochmal. Von da vorne konnte man. Oder yeah, steht denn hier? Rangerstation, Relaisstation 2. Schaut so aus, als würde es da noch weitergehen. Wir müssen halt jetzt zu. Wildbären. Es sind aber auch mehr Relaisstationen, glaube ich, als wir brauchen. Was? Da stand der 1 von 3 aktiv, aber laut den Schuddeln habe ich, glaube ich, schon. Auf. Mein Gott, ist das schön. Ja, Wahnsinn. Voll rosa, pink und. Bäume leuchten auch schon voll. Wunderschön. Hier lang. Schaut das geil aus. Wahnsinn. Hab mir gern so ein bisschen hinschieben. Ja, da ist der andere. Okay. Mhm. Ja, das ist nicht so weit. Wenn da nicht eine 80 Kilometer tiefe Schlucht zwischen uns wäre. Jetzt hör ich die Fahrerklingel wieder.
Ich auch. Kann man schon gut vorstellen, dass man der Wörter lauter nachgehen muss quasi. Ja. Das ist eigentlich der Weg, wo wir vorher hinaufgegangen sind, oder? Genau. Oder ist noch ein Bär, siehst du den? Wenn du hierher kommst, dann kann man vielleicht von hier oben schon bescheißen. Ich weiß nicht, oder wir lassen ihn. Oder so. Ja, da jetzt nichts da. Wo ist denn da? Ach, du bist schon unten. Bist du da einfach runter? Ja, bist du. Ich auch. Oh, jetzt wird's richtig laut. Ah, da ist das Fahrrad. Tuck Chain, sorry. Wo bist du hingegangen? Da links oder was? Du bist ausgemacht. Ist freigeschalten, pling. Ja, einfach auf der anderen Seite wieder hoch. Ach so. Was schon anscheinend. Müsste ich dich doch jetzt sehen, oder? Nee. Ah, da. Okay, wo ist Fahrrad? Da ist ein Zelt. Ah, scheiße. Oh, da ist der Bär. Jetzt hat er mich gesehen. Hinter dir? Boah! Die Pfeile fliegen wohl unrealistisch. Ah, der geht, Alter. Schau, der baumt sie auf. Ich warte, geh hin, zack. Kann er mir gar nichts. Ich will doch nur meinen Pfeil haben, gib her. So, ja gut, da drüben ist das Zelt, das wir, dann können wir es schnell anschalen. Da ist dann Relaisstation 2, Rangerstation waren wir, ja, und 4 und 6, genau. Gibt's Henry Stuff. Ah, nix. Bootsmotor, der ist kaputt. Dummer Henry. Der war schon immer ein Arsch. Aber ich glaube, den Baum kann man noch fällen. Den nehmen wir mit. Man hört auch auf, Bäume fällen zu können. Bei mir geht das nicht. Ja, nur die kleinen hier, so wie den. Ah. Allerdings jetzt auch nicht mehr viel Pfeile, aber irgendwie nehme ich nie so viele auf, wie ich verschieße. Ich weiß nicht, ob die verschwinden, wenn der Kadaver weg ist, oder? Da drüben ist eine Zugbrücke. Okay, dann müssen wir da lang gehen wahrscheinlich. Da werden wir mal anders hochkommen. Ich komme und bist verschwunden, dann findest du irgendwas voll Tolles. So toll ist das nicht, die ist noch ewig weit weg. Ja. Ich bin einfach den Weg weitergegangen. Richtung Relaisstation 4 und 6. Ich war gerade mal einen Meter hinter dir. Da vorne bist du weg. Da, wo der Bär stand, in entgegengesetzte Richtung, den Weg entlang. Warte mal. Ich will dich nicht verlieren. Ich hab so Angst, schreckliche Angst hier draußen. Oh, Hunger, ihr dann bald. Bringen die Bären was? Ich hab die ehrlich gesagt auch noch nicht gegessen. Also, wir waren vor dem Zelt. Ja, von dem Zelt zum Weg schauen, ach, da bist du. Okay. Und was jetzt komisch ist, schau, das sagt hier: Relais 4 und 6 sind die Richtung an. Mhm. Ja, was hast du das kommen? Aber hier geht's auch noch runter. Sind wir da nicht vorher schon runtergegangen? War das nicht der Weg, wo man gesagt hat, das schaut aus wie eine Sackgasse? Wo es den Honig gab dann? Ja, das ist da genau. Tatsache, ja, stimmt. Bei Dog schaut das alles wegen anders aus. Ja, ich muss jetzt mal, die Bär schmeckt lecker und kann zur Herstellung von Biokraftstoff verwendet werden, der Honig. Wozu hätte ich eigentlich die Bären? Ich hab die nicht, ja. Ich auch nicht. Hä? Hä? Keine Bären dabei, ja. Was? Was hast du jetzt gegessen? Ein Fisch. Brauchst du noch was? Ich hab. Ja, nur rohes Zeug habe ich. Kartoffel hätte ich noch da gebraten, ne? Oh, ja, wenn's geht. Zweimal. Aber Getränk. Ist Mangelware. Okay. Ja, einen Schluck habe ich noch. Waren wir da rechts unten? Waren wir noch nicht? Da geht's jetzt ganz weit runter eigentlich. Also da ist die Zugbrücke, sechs. In die Richtung. Ach, da. Wow. Okay. Ja, dann gehen wir da lang. Ja, vielleicht schaffen wir nur eine Relaisstation und dann werden wir wahrscheinlich was befüllen müssen. So schaut's wohl aus. Und mampfen. Wenn wir da nicht zufällig was finden, dann. 4 und 6 hier lang. Jetzt ist die Frage, wo geht's da rechts hin, ja? Sechs hier lang. Ja, hättest da einfach da nebenan vorbeigegangen. Ah, da ist schon wieder irgendwas. Was ist das?
Bobby's Mace. Ah, Brunst Sägeblatt. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Achso, Alter, das ist einfach so auf der Insel verteilt, das ist halt Schutzach. Ja. Haben wir den. Ich weiß nicht, wie viele Pfeile ich überhaupt noch habe, und der Bogen ist auch schon gut abgenutzt. Das ist auch so eine Höhle, gell? Mhm. Killmann, oder? Ja. Und Speer ist ab oder Marsch. Vom Bären? Mhm. beim Bärspeer. Komm, Scher, du blöder Bär! Oh, jetzt hat er mal nicht mitgegeben. In Arschneil, hier. Bam! Ja. Oder ist er? Echt relativ easy. Piss Kopf, elendiger. Jetzt hat er nur Leder hergegeben, oder hast du Fleisch rausgehört? Ich hab zwei Fleisch gekriegt, ja. So, jetzt habe ich wieder Wildbären aufgenommen. Und Schmutz, Pilze. Weil das ist nur Schmutz und Pilze. Das ist super. Ich hab keine Schaufel dabei. Dann nicht so super. Oder? Ne. Naja, gut. Das war wahrscheinlich die Bärenhöhle. Das war die Bärenhöhle, ja. So nennt man die. Es sei denn, dort vorher ein Fuchs kaust und der Bär hat die übernommen? Nee, ich glaube nicht. Dann wär's die Fuchshöhle. Schauen wir jetzt da rauf, oder wie? Foxhole. Ja. Das ist die Frage, dass, wenn ich, ja, werden wir gleich sagen, aber ich habe jetzt gedacht, dass man dann die Zugbrücke von der anderen Seite runterlassen müsste. Da geht es jetzt zu 6 und dort zu 4. Mal zu 4, das müsste dann über die Brücke gehen wahrscheinlich, oder? Genau. Ja, die muss man wahrscheinlich von der anderen Seite aktivieren. Das ist wahrscheinlich der Trick dabei. Hm. Ah. Wie soll denn das gehen? Und wieso liegen hier Steine so auffällig rum? Man kann Steine nicht werfen, oder? Ich glaube nicht. Doch? Doch. Okay. Beides so Zielbazis. Aha. Ich hab keinen mehr. Alle aufgehoben, die da waren. Ah. Yeah, krass. Krantige Sache. Gut kombiniert und gut geworfen, Benny. Ja, Mann. Jetzt wissen wir, dass man Steine schmeißen kann. Mhm. Das wird alles ändern. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe jetzt ganz stark, dass da oben was zum Trinken gibt. Ja, ne, Essen wäre fast nur dringender bei mir, vor allem. Ach, was scheiße ist. Wenn jetzt dann gleich. Richtig. Und wenn ich jetzt gleich so einen Hunger habt, dass ihr dann bloß noch ganz langsam zum Boot geht. Ja, das ist richtig blöd. Und so ist es bei mir mit dem Trinken. Hinweis. Ein Hammer, Brunzhammer. Bauplan Rohr, Hinweis, benutzen. Fällt bloß noch ein Brunzding, oder? Ja, und ich habe jetzt schon so viel Durst, dass ich nicht mehr gescheit gehen kann. Scheiße, hier ist nix. Naja, oben vielleicht noch. Auch nicht. Ich überlege, ob ich nicht einfach sterben soll. Uff, ja, dann muss ich dir ertrunken. Ja. Ich bin auch nicht schneller. Gleich. Das nächste Übel ist jetzt, dass wir gar nicht wissen, wo unser Boot ist. Richtig, ja. Also ich werde wahrscheinlich, ich überlege eigentlich nicht lange, ob ich sterben soll oder nicht. Ich werde einfach sterben. Ich gehe jetzt einfach mal da Richtung Wasser. Vielleicht haben wir echt den Dusel, dass wir irgendwo abspringen können. Mhm. Der Honig? Du hast ja gar kein Wasser mehr, oder? Was ich ja krass finde von dem Honig, ich habe den zwei- oder dreimal schon aufgenommen und habe bloß einmal Honig. Ich hab dreimal. Okay, boah, Alter, geht's da runter. Sehen tue ich's nicht. Scheiße, Alter, wer Seiten soll denn das sein? Also ich glaube... War mal echt mal so schlau, dass wir Proviant und alles mitgenommen haben? Ja. Irgendwann trotzdem. Jetzt haben wir halt immer irgendwas gefunden, gell? Immer Melonen oder so ein Scheiß. Ja, das stimmt. Da ist echt nichts zum Essen auf dieser Insel. Ich bin gleich tot. Also jetzt das gleiche ist der Durst voll. Dann wird man halt Energieoption, gell? Ja, jetzt bin ich langsam. Ich überlege jetzt echt, ob ich da runterspringen soll. Vor allem, wenn wir beide sterben, Alter. Das ist richtig jetzt, ja. Also. Ich spring jetzt einfach mal da runter, scheiß drauf. Oh mein Gott! Ist das krass!
Scheiße, was machen wir jetzt? Ich spring auch. Das ist voll krass. Alter! Ich bin ja voll auf den Boden aufgeschlagen, aber es passiert nichts. Okay, da ist auf jeden Fall eine Höhle zum Tauchen. Wenn man da jetzt durchtauchen muss, hat man auf der anderen Seite rauskommen, auf der Höhle, oder? Keine Ahnung, ich probiere es außen rum. Ich habe jetzt rohes Fleisch gegessen, das bringt voll ganz schön was. Achso, aber du verdurstest ja, ne? Richtig. Blöderweise habe ich da gar nichts da, was mir helfen könnte. Ich kann das meine Plastikflasche mit Salzwasser füllen und die trinken. Ja, das würde ich nicht tun. Okay, ja doch, bei mir passt. Ich bin jetzt quasi in der Mitte der Insel. Also ich bin in diesem Fluss, was auch immer. Warum treffe ich immer die falschen Entscheidungen? Boah, Alter, dich zu finden wird die Hölle, wenn du stirbst. Mhm. Aber hast du gesehen, wo ich langgegangen bin? Nicht wirklich, ne? Also ich bin, ja, bin quasi den Weg zurück, aber an der Küste entlang und bin dann da irgendwann abgesprungen. Also hier geht's jetzt wieder ein bisschen an Land und ich glaube, da ist auch so eine Möglichkeit zum Durchfahren. Und da werde ich wahrscheinlich mich niederlassen und sterben. Okay, jetzt habe ich auch Durst. Okay, jetzt muss ich bloß noch da durchtauchen, dann bin ich eigentlich beim Hugo. Ja, Burner. Ja, und ich gehe jetzt, du musst dann wahrscheinlich echt mit dem Boot um die Insel rumfahren, um mich wieder zu finden. Ja, blöd, dass du mir da nicht zuschauen kannst, gell? Das wäre auch geil. Also ich bin jetzt entweder gleich da, wo wir vorher raufgegangen sind, nur auf der anderen Seite diesmal. Oder wo ganz woanders. Aber ich bin jetzt am Fluss. Könnte sogar richtig sein. Look, look. Ja look. Doch, das ist da. Super geil, okay. Fleisch auf dem Grill? Ja, vielleicht schaffe ich sogar echt zumindest bis in die Höhle rein, wobei die Lebensenergie schwindet rapide hier. Es wird dunkel, es wird dunkel um mich rum, jetzt wird schwarz-weiß, jetzt geht die Musik los. Was mit mir? Wo bist du jetzt? Ja, in der Höhle, wo wir reingekommen sind, ganz am Anfang, wo wir reingetaucht sind. Ja. Ja, ich werde es nicht schaffen, das macht jetzt keinen Sinn, da unter Wasser zu sterben. Ja, weißt du, du tauchst da unten durch, in diesem Durchgang und dann, ja, da bin ich tot. Dann wieder auf und dann ist doch links den Weg aufgegangen. Ja. Da, wenn du aus dem Wasser rauskommst, dann sehe ich es mir eigentlich schon. Okay. Ja, ich esse jetzt schnell was. Dann hole ich mir mal schnell in der Realität was zum Trinken. Das ist ein Plan. Das war eigentlich der Grund, warum ich gestorben bin. Ja, Fuchs. Ja, ich konnte halt jetzt auch schon nur noch so ganz langsam in die Küche gehen, weil ich so Durst hatte. So, knusper ich schnell. So, wunderbar. Wunderbar. Was habe ich getan? Ja. So, dann tauche ich jetzt wieder da durch. Mhm. Das Wasser da, wobei ich bin ja dann eh tot. Also lieber noch. Wasser habe ich gemacht, ja. Tauche auf der anderen Seite hoch. Und links müsste ich ja eigentlich liegen. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem, weil dann ist es ein komplett anderer Gang. Bist echt noch ganz schön weit gekommen. Ja, es gibt ja den gleichen Gang quasi auf der anderen Seite. Auto bist. Sehr schön. Ja, ich war auch überrascht, dass ich doch noch so weit gekommen bin. Oder dass wir halt einfach ursprünglich gar nicht so weit weg waren, scheinbar. Doch, doch, wir waren genau auf der anderen Seite der Insel. Ja, dann quasi. Also, wir haben halt Glück, dass das einen Fluss da dazwischen gibt. Ja, oder so, genau. Jetzt haben wir schon alles bedacht. Genau. Sind Homies. Richtige Homies. Was haben wir jetzt eigentlich aktiviert? Die Vierer und die. Die Sechser müssen wir noch machen. Okay. Schau mal, gut dabei. Benni, ich sag's nur ungern. Aber? Der Motor ist weg, oder was? Nein. Der Hugo ist weg. Hä? Hugo!
Hugo! Hugo! Wo ist der Hugo? Nein. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist der? Boah, das tut ja so unendlich weh. Hier unten ist er auch nicht. Riskier sogar einen Haiangriff. Oh Mann. Ich hab befürchtet, dass er es nicht aushält, Alter. Ich hab ihm doch gesagt, dass wir gleich wieder kommen. Ja. Ich hab sogar gesagt, die bringen ihm was mit. Ach Mann. Können wir nur grillen, dass wir da grün was zum Mampfen dann haben. Wasser füllt er wieder nicht auf, der Benni, gell? Mach ich da mal. Wie hast du das jetzt recherchiert? Das konnte man einfach auswählen. Witzigerweise. Dass man diese Bären nicht hat, das ist echt, das verstört mich zutiefst. Ja, das ist echt eigenartig. Um nicht zu sagen, es zerstört mich zutiefst. Verpiss dich, du Scheißviech, Alter. Ja, dir ist bestimmt der Hugo weg. Hundertprozentig. Komm her, du. Ist ja schon wieder Nacht. Voll eklig. Boah, einen Speer neuen bauen wäre vielleicht auch nicht blöd. Ja, ich brauche halt eigentlich beides neu. Boah, da brauchst du aber viel. Eigentlich alles brauche ich neu. Das ist ziemlich doof. Speerbärhaken. Ein Seil noch. Gut, wenn du schon in die Kisten nach Material schauen musst, dann schaut es ja für mich noch schlechter aus. Woll. Vielleicht habe ich ja noch einen Stecken. Ja, mein Haken ist noch gut. Ich brauche eigentlich nur einen Speer. Woher haben wir den noch? Ja. Warte mal. In die hintere Kiste. Achso, warte. Was kommt? Scharniere haben wir ohne Ende, die brauchen wir irgendwie kaum. Scharniere haben wir einige. So, Trinki, Trinki. Fülli, Fülli. Schrott, nochmal Seil. Bolzen. Okay, dann kann ich meinen Haken auch noch herstellen. Das ist super, aber beim Pfeil, das, daran scheitert das noch so ein bisschen. Pfeile habe ich noch 5 Stück, aber. Ah, auf Kuh lässt man Sachen fallen, wusste ich ja nicht. Ich mach mal Seil aus diesen ganzen Palmblättern, die da rumschwirren. Mhm. Ich möchte jetzt einerseits warten, bis Tag wird. Andererseits möchte ich jetzt auch nicht zu lange hierbleiben, wenn wir unsere ganzen Ressourcen wieder verbrauchen. Mhm, so schaut's aus. So viele Nachrichten. In einer halben Stunde muss ich aufhören. Ja, passt, das wird bei mir genauso sein. Gut, ja, ich bin jetzt schon wieder am Verhungern. Warte. Oh, hast du nur Planken? Nein, ich hab die Mango gefällt. Das wollte ich doch gar nicht. Ich hab 2 Planken einstecken, hab noch Steak da zum Essen. Woher habe ich denn schon wieder 2 Steine, verdammt? Ja, dann nimmt er die 3 Makrelen, wenn es fertig ist, dann noch mit. Mhm. Füllt er Wasserflaschen auf, gell? Sowieso. Dann gehen wir übertrieben ins Gummi. Mein Gott, Hugo ist weg, ich pack das nicht. Was ist denn passiert? Was war hier los? Hugo! Ich fühle mich echt wie bei Castaway, wo der Volleyball wegschwimmt. Ja. Jetzt stirbt er einfach nach einer Zeit. Oh, Gott sei Dank waren wir nicht da, das hätte ich nicht ertragen. Oh, das wäre echt übel gewesen. Jetzt liegt am Mongo, Alter. Diesen Bauplan, den brauchen wir doch eigentlich nicht, oder? Nee, aber ich hatte trotzdem Angst. Ah. Jetzt geh weiter. Bin so wuschig. Ich wollte eigentlich meine Wasserflaschen nochmal auffüllen. Ich bin noch einmal noch traumatisiert und ich habe jetzt nicht so viel
Also die ist jetzt leer. Okay. Ich habe was getrunken, weil ich es eh schon wieder gebraucht habe. Noch in irgendeine Kleinigkeit beißen, ist irgendwie so. Willst du noch Melone mitnehmen? Ja, Melone vielleicht. Ist in der Essenskiste noch drin. Da liegt dann eine rum. Okay, gut, also ich kann meine Wasserflasche auffüllen. Wuhu, plitschi platt. Ja, genau, Relaisstation 6 war es. Ich habe allerdings keine Ahnung, was die Relaisstationen überhaupt bewirken. Ich habe irgendwie Angst, dass wir bei der einen da oben noch was, irgendwas übersehen oder vergessen. Läuft da nichts, ja. Ja, ich weiß auch nicht, aber wenn es drei gibt, aktivieren wir die drei halt mal und schauen, wohin es uns führt. Aber ja gut, bei der Ranger-Station ist dieses Ding, wo da steht, man braucht eine Glühbirne. Das könnte man vorstellen, dass man das dann irgendwie... Oh, da brauchen wir ja, halt auch noch eine Glühbirne. Die wir jetzt Kunden haben, wo es kostet, wir brauchen die da. Da fehlt nur eins, gell? Ich dachte echt. Bronzhammer, Bronzsägeblatt und noch was. So. Kann mich bloß an die zwei erinnern. Station 6 in diese Richtung, war ja klar. Okay. Ich habe mich gerade eben gefragt, ob wir dann überhaupt schon mal, wenn wir da jetzt raufkommen, rechts. Ja, anscheinend nicht. Okay, aber jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Boah, man geht furchtbar langsam, findest du nicht? Ja, schlimm, ja. Dann haben wir die ganze Zeit mit dem Shift gedrückt halten, das ist echt... sehr nervig. Ja, hier lang dann? Da ist sogar noch ein Baum, den wir fällen können, habe ich gesehen. Diese kleine Abkürzung, die ich vorhin ganz frech entdeckt habe. Immer noch hier lang? Da oben teilt sich dann, glaube ich, gell? Was ist eigentlich mit Relaisstation 1, 3 und 5? Das sind gute Fragen. Rum. Hörst du die Musik oder läuft die in echt? Die läuft in echt. Okay. Ja, wenn sich Realität und Spiel vermischen, dann wird es schwierig. Das stimmt, ja. Dann mal wieder Honig. Jetzt müssen wir schauen, ob wir diese kleinen Pinien da auch füllen können. Kleinen Birken oder was auch immer das sein soll. Ja, kann man auch, sehr schön. Geben auch ordentlich Planken. Also alles, die kleinen Bäume kannst fällen. Auch hier war noch einer. Oh, da, die zwei. Oh, bist du? Oder nur einer von beiden. Ja, ich sehe die nicht. Ach, da hinten. Echt, das habe ich vorher probiert, das ging nicht. Ja, die war schon wieder zu groß dann. Die wahrscheinlich nicht, genau. Trauen sie uns nicht zu. Wenn wir es mit dem Holzhacker-Diplom machen, geschützt. Nein, fast so. Dabei, die wissen anscheinend nicht, dass wir Forest gespielt haben. Richtig. Und Holzhackologie studiert haben. Nicht. Oh, schau mal, da geht ein anderer Weg lang. Ganz fieser Geheimgang. Ja. Mal Wildbeeren, die habe ich doch gar nicht aufgekommen jetzt. Was steht da auf dem Schild? Rosa is mostly right. Achso, erstens Rosa. Okay. Wieder vollgebracht. Mhm. Übergeheimgang. Mann. Ne, da ist nichts. Übergeheim ist nichts. Ne, ist ganz schön weit bis zur 6. Station her. Ja. Schaut, dass ich meine Wanderstiefel nicht erbackelt habe. Ja, laut Schild links rum. Wollen wir rechts rum auch schauen, oder? Ja, schauen wir mal schnell. Oder schauen wir erste Station. Schauen wir erste Station, wenn wir dann noch Zeit. Oh! Bär. Wow! Wird er auch geschossen, kommt. Oh, Speer kaputt. Ist meiner auch. Genau im gleichen Moment. Kaputt.
nice. Burger mal. Das wird eine Höhle. Wir sind halt richtige Bärenbrüder, gell? Vollgas. Also ich glaube, das ist ja fies. Ja, ist, oh, da brauchen wir ein Schwert oder was? So das Seil für ein Logo. Tatsächlich. Eine Machete. Was? Hä? Verrückt. Da werden wir überhaupt nichts hängen. Das sagt man nicht, dass wir das jetzt brauchen, um dort zur Station zu kommen. Aber das war wahrscheinlich nur die Höhle, oder? Genau. Geh davon aus, wo bist du? Ich hab einfach weitergegangen. Da ist sie dich. Verrückter Typ. Da ist eine Station, ich weiß nicht, ob das die Sechser ist. Ja, und wenn es die Sechser ist, dann müssen wir durch die Höhle durch. Okay. Okay. Das ist ja super. Das ist ein bisschen blöd, ja. Schau ich mal den geheimen Geheimgang hier an. Das ist so ein Barz. Das trifft auch auf diesen Geheimgang zu. Boah, ziemlicher Barz. Da ist nur irgendein War das wirklich der einzige Weg jetzt zu der Station? Oder ist das die Zugbrücke? Das wird die Zugbrücke sein hier. Schaut so aus, also da ist ja mega die Klippe hier. Jetzt sorgt der mir auch an, wenn du Wildbären sammelst. Das macht er doch normal nur so mit so Items, die man braucht. Ich habe nämlich vorher auch gesehen, dass du welche. Also ich habe plötzlich eine Meldung gekriegt, Wildbären gesammelt, und dann haben wir gedacht, hä? Es gibt keinen anderen Weg. Ja, bitte. Ja, dann gehen wir mal da rechts, wo wir überlegt haben. So ein Dreck. Schwert, Alter. Oh, Bär. Wow, wird er auch geschossen, kommt. Fatzig um die Ecke, bollern. Voll in den Anus gestochen, hä? Zack. Ja. Die sind die Bären, die sind ja kicky, hä? Aber sowas von. Spurt da wieder Motz die Mocke, gell? Mhm. Nur bei mir. Ja, schaut jetzt auch nicht besser aus, ne? Wobei doch, da geht's noch weiter, aber. Aber warum und wieso? Das Schwert, du weißt nicht, das zeugt da so wie so ein hergestelltes Schwert. Mhm. Ja, vielleicht kann man tatsächlich irgendwie eine Machete craften, aber ich weiß nicht wie. Und dass wir jetzt, dass wir nicht doch schon alle Teile haben, die Schaukel mal ins Inventar, ins Logbuch. Ah, hier ist eine Kiste. Okay. Also, irgendwas anderes Kistenmäßiges. Das hier, schon wieder ein Bär, rechts. Benutzen 5 Wildbären. Aha. Eine Bärenfalle, oder was? Oh, keine Ahnung. Wow! Alter, das ist ein anderer Bär. Schau mal, wie fett der ist. Alter! Oh, ich bin tot! Wow, fuck! Fuck! Schiss. Nein! Nein, ich komm dem nicht mehr davon. Oh mein Gott, ich stirb auch voll. Oh mein Gott, ich bin auch tot. Oh. Übel. Okay. Was machen wir jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ja. Eben um wiederbeleben und alles wieder zusammenlooten. Bitte. Oh mein Gott. Oder? Du rettest mich jetzt wenigstens noch, aber das macht ja keinen Sinn. Ja, oder du rettest mich? oder so, also dass ja wirklich bloß einer stirbt. Ja, das kannst du echt knicken. Wir müssen ja, da muss ja auch erstmal alles wieder zusammenloten, bis er so weit kommt. Wie meinst du das? Ja, mit gar nichts kannst du ja auch nicht da hingehen. Ja. Musst du erst wieder eine Flasche craften, was zum Essen holen. Dafür musst du angeln. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach raus und hoffen, dass das nicht gespeichert hat.
Und ihr seht beim nächsten Mal, wie wir das überstanden haben.